Ich finde, man muss so eine Grundeinstellung haben, dass man viel mit Menschen zu tun haben will, dass man Verantwortung für Menschen auch übernehmen will und dass man selbstständig arbeiten will. Tatsächlich habe ich eigentlich schon immer ziemlich gerne Menschen geholfen. Das ist natürlich die typische Phrase, die man sagt. Also auch wenn man in der Ausbildung noch sehr viel mit den Schwestern zu tun hat, hat man trotzdem seine Selbstständigkeit und halt auch die eigene Verantwortung. Ich fand das eigentlich ganz spannend, das Klinikleben, das alles drum und dran. Und ich kann mit Kindern gut und fand das halt ziemlich interessant, halt auch mich mit kranken Kindern zu beschäftigen. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann umgeguckt und habe die Ausbildung zur Kinderkrankenpflege entdeckt. Ich finde, das Klinikum Leverkusen kann sehr viele Fachbereiche zeigen. Und das finde ich halt das Schöne, dass ich in der Ausbildung dann schon eine Richtung habe, wo ich vielleicht später mal landen will, wo ich mich weiterbilden will. Und das hätte ich halt, wenn ich an ein kleineres Krankenhaus gehe, eventuell nicht. Hier zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sind, haben wir halt mit den Frühchen zu tun. Auf anderen Stationen haben wir mit älteren Kindern zu tun. Also man erlernt hier auch die Entwicklung der Kinder. Also man hat nicht nur mit Neugeborenen zu tun, sondern auch mit Kindern im Alter von 8 bis 12. Weil es einfach in Leverkusen so viel zu sehen gibt, weil es ist einfach so ein großes Krankenhaus. Und da kann man halt alle Fachbereiche sehen. In meiner ersten Woche auf einer neuen Station, da kann ich natürlich noch nicht so viel sagen. Aber nach schon so 2, 3 Wochen, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, dann kann man selber schon total viel sich mit den Patienten unterhalten und auch helfen, so gut es geht, weil man hier einfach jeden Tag auch was Neues dazulernt. Dadurch, dass die Schule direkt hier ist, bin ich natürlich auch immer direkt am Geschehen. Was auch sehr angenehm ist, weil dann hat man nicht immer so einen Ortswechsel und wird aus dem Krankenhaus rausgerissen, sondern man hat dann wirklich einen zentralen Punkt, wo man seine Ausbildung hat und auch seinen Arbeitsplatz. Selbst wenn ich hier auf Station irgendwelche Probleme hätte, wüsste ich, dass ich direkt gegenüber in die Schule gehen kann und da meine Ansprechpartner hätte. Und das ist einfach ein richtig gutes Gefühl. Natürlich steht ab und an auch mal ein Dozent vorne und erklärt uns was. Aber wir haben auch nicht jeden Tag immer nur eine Stunde das, eine Stunde das, eine Stunde das. Das variiert halt immer. Der Tag ist halt nicht von Frontalunterricht geprägt, sondern halt eher von Gruppenarbeiten. Ziemlich praxisnah, wir üben auch an uns gegenseitig. Und es ist wirklich nicht dieses Langweilige, der Lehrer sagt A, die Schüler sagen B. Also der Praxisanleiter ist dafür da, um den Schüler anzuleiten, aber auch generell das Schwesternteam nimmt einen mit und zeigt einem neue Sachen. Und auch wenn man noch Fragen hat, kann man wirklich jeden auf der Station fragen. Also es kümmern sich wirklich sehr viele Leute um einen. Also man kann die Schwestern fragen, man kann Ärzte ausfragen, wenn man noch gewisse Fragen hat zu irgendwelchen Krankheitsbildern oder sowas. Also man ist auf jeden Fall nicht alleine in dem Beruf. Gerade als neuer Schüler bin ich oft verloren hier rumgelaufen, aber es war immer sofort jemand zur Stelle und hat sofort geholfen. Und jeder ist offen für einen kurzen Smalltalk zwischendurch und das merkt man sich natürlich. Also ich bin jetzt 2 Jahre hier auf dem Campus und ich finde, man lernt wirklich alle Leute kennen. Also man läuft sich echt häufig über den Weg, obwohl man das gar nicht denkt, weil es eigentlich ja so verstreut ist, aber trotzdem ist es ziemlich zentral hier. Also das finde ich ist das Tolle an dem Beruf, weil man kann wirklich mit dem Beruf so viel machen. Man kann in verschiedenste Fachbereiche gehen und das Gute an der Ausbildung ist, man kann wirklich fast alles sehen in der Ausbildung schon. Man trägt ab dem ersten Einsatz viel Verantwortung mit sich rum, weil es geht hier halt um echte Menschen, um deine Patienten auch, die du halt mit betreust. Ja.